In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie man die Lage von zwei Geraden im Raum zueinander bestimmen kann. Und da gibt es folgende vier verschiedenen Szenarien. Einmal, dass die beiden Geraden identisch sind, dass sie parallel sind, dass sie sich schneiden. Und in 3D kommt jetzt aber noch was Neues hinzu. Die anderen kennst du ja wahrscheinlich schon aus 2D. In 3D gibt es noch die Möglichkeit, dass die beiden Geraden windschief sind. Das heißt, die schneiden sich nicht, sind aber auch nicht parallel. Das heißt, sie laufen in verschiedene Richtungen und schneiden sich trotzdem nicht. Das siehst du hier. Das geht tatsächlich einfach nur in 3D, weil eben die dritte Dimension das möglich macht, dass die Geraden sich eben ausweichen. Und die Frage ist jetzt, wie kann man bei zwei gegebenen Geraden herausfinden, welche von diesen vier Optionen hier stattfindet. Und ich möchte in diesem Video ein Schema an die Hand geben, mit dem du das ganz einfach feststellen kannst. Wir fangen an, damit uns zu fragen, sind die Richtungsvektoren der beiden Geraden parallel? Und damit es hier nicht so trocken ist, schauen wir uns das an einem Beispiel an. Das heißt, wir schauen uns folgende Geraden an. Einmal g mit 0, 1, minus 3 plus t mal 2, 6, minus 6 und h mit x gleich minus 1, 0, minus 4 plus t mal minus 1, minus 3, 3. Frage war, sind die Richtungsvektoren parallel? Heißt einmal, hier der Richtungsvektor wäre 2, 6, minus 6 von g und bei h wäre das eben der minus 1, minus 3, 3. Wie erkenne ich denn jetzt einfach nur an der Koordinatendarstellung der Vektoren, ob die parallel sind? Naja, wir fragen uns dafür, kann ich den einen Vektor mit einer Zahl multiplizieren, so dass der andere Vektor rauskommt? Und bei den beiden geht es tatsächlich. Ich kann, wenn ich den rechten Vektor mit minus 2 multipliziere, direkt zu dem anderen Vektor kommen. Ja, minus 2 mal minus 1 sind plus 2, minus 2 mal minus 3 sind plus 6 und minus 2 mal 3 sind minus 6. Das heißt, der eine Vektor ist ein Vielfaches des anderen Vektors. Geometrisch bedeutet das, wenn ich mir den Vektor minus 1 minus 3, 3 so vorstelle, dann muss der Vektor 2, 6 minus 6 doppelt so lang sein und in die andere Richtung zeigen. Das macht es minus vor der 2. Ja, aber die zeigen beide sozusagen in die gleiche Richtung. Also wenn ich jetzt aus beiden eine Gerade mache, dann haben die beiden Geraden die gleiche Richtung. Das bedeutet, wenn diese beiden Richtungsvektoren parallel sind, so wie hier, und das erkenne ich eben daran, dass ich den einen als skalares Vielfaches des anderen darstellen kann, also ich kann irgendeine Zahl nehmen, die dran multiplizieren und kriege den anderen Vektor. Wenn das der Fall ist, dann gibt es nur noch zwei Möglichkeiten für die Geraden. Naja, einmal entweder sind sie identisch, ja, also gleich, oder sie sind parallel. Ja, das heißt, wir haben durch diese kleine Überlegung anhand der Richtungsvektoren schon mal zwei Fälle ausgeschlossen und wissen, es können nur noch diese beiden Fälle hier passieren. Aber wie kriegen wir denn jetzt raus, welche von diesen beiden Fällen wirklich stattfindet? Naja, dafür müssen wir uns angucken, bei dem einen Fall gibt es Punkte, die auf beiden Geraden liegen, und bei dem anderen Fall gibt es diese Punkte nicht. Das heißt, wir können jetzt entscheiden, welcher von den beiden Fällen auftritt, wenn wir uns überlegen, gibt es einen Punkt, der auf beiden Geraden ist. Und prädestiniert dafür, das zu überprüfen, sind die Stützvektoren der beiden Geraden. Ist der Punkt zu dem Stützvektor der einen Geraden auf der anderen Geraden drauf? Weil es reicht ja ein Punkt, den die gemeinsam haben, damit die jetzt komplett identisch sind, weil beide eben in die gleiche Richtung zeigen. Das heißt, wenn wir zu unserem Schema zurückgehen, wir haben jetzt hier festgestellt, ja, die beiden Richtungsvektoren sind parallel. Und jetzt fragen wir uns, liegt der Punkt zum Stützvektor der einen Geraden auf der anderen Geraden? Und da gibt es jetzt auch wieder zwei Möglichkeiten. Entweder ja, dieser Punkt liegt auf der anderen Geraden. Das bedeutet aber, sie haben einen Punkt gemeinsam. Dann müssen sie identisch sein. Und die andere Möglichkeit wäre nein, der liegt nicht da drauf. Und dann müssen sie eben parallel sein. Weil, wenn sie schon einen Punkt haben, der auf der einen Geraden liegt, aber nicht auf der anderen, können sie nicht alle Punkte gemeinsam haben. Zurück zu unserem Beispiel bedeutet das, wir haben jetzt festgestellt, okay, die Richtungsvektoren waren parallel, weil wir eben gesehen haben, die sind Vielfache voneinander, also sind die Richtungsvektoren parallel. Und jetzt machen wir eben eine Punktprobe mit einem der Stützvektoren auf der anderen Gerade. Das heißt, wir haben von oben den Stützvektor von g, die 0, 1, minus 3. Und schauen, gibt es eine Möglichkeit für t einen Wert zu wählen, sodass
die Parameterdarstellung von h, also das minus 1, 0, minus 4 plus t mal minus 1, minus 3, 3, genau diese Werte von dem Stützvektor von g ergibt. Ja, das heißt, wir müssen gucken, gibt es einen t, sodass alle diese drei Gleichungen erfüllt sind. Dafür schnappen wir uns eine von diesen Gleichungen. In dem Fall ist die einfachste die oberste. Da steht 0 ist gleich minus 1 minus t. Das würde bedeuten, t müsste minus 1 sein. Wenn jetzt der Punkt auf der Geraden h liegen würde, würde das bedeuten, wenn wir t gleich minus 1 einsetzen, müssten wir bei diesem Punkt rauskommen. Also 0, 1, minus 3. Setzen wir t jetzt minus 1 ein, landen wir aber bei 0, 3 und minus 7. Das ist eben nicht 0, 1, minus 3. Das heißt, der Punkt, der zu 0, 1, minus 3 gehört, liegt eben nicht auf der Geraden h. Also müssen diese beiden Geraden parallel sein, weil wir haben einen Punkt, der auf g liegt, aber nicht auf h. Das bedeutet, sie können nicht identisch sein, weil sie aber in die gleiche Richtung zeigen, müssen sie parallel sein. So einfach kann man das feststellen in diesem Fall. Ja, aber was passiert denn jetzt, wenn die Richtungsvektoren nicht parallel sind? Na, das haben wir jetzt noch nicht überlegt. Wenn die Richtungsvektoren nicht parallel sind, dann schauen wir uns mal an, wie das aussieht. Naja, hier in dem Beispiel mit g gleich minus 4, 2, 2 plus t mal minus 2, 2, 1 und h 3, 1, minus 4 plus t mal 3, 3, minus 4. Da sehen wir eben, wenn wir uns die Richtungsvektoren anschauen, die lassen sich nicht ineinander überführen durch Multiplizieren mit einer Zahl. Also ich kann nicht mit einer Zahl multiplizieren, sodass aus dem einen Vektor der andere Vektor wird. Das bedeutet, die sind nicht parallel. Man kann es auf verschiedene Art und Weisen begründen. Zum Beispiel müsste ich ja mit minus 4 den linken multiplizieren, damit ich in der dritten Koordinate auch auf minus 4 komme. Dann sind die ersten beiden Koordinaten aber plus 8 und minus 8, was nicht mit 3, 3 übereinstimmt. Also kann ich es nicht hinbekommen, dass ich die gleiche Koordinate in der dritten habe und dann in den anderen Koordinaten auch. Oder man kann sagen, man bekommt es nicht hin, dass man den linken mit einer Zahl multipliziert, so dass die ersten beiden Koordinaten das gleiche Vorzeichen haben, weil links haben die ersten beiden Koordinaten ja verschiedene Vorzeichen, rechts haben sie aber immer das gleiche Vorzeichen, egal mit welcher Zahl ich sie multipliziere. Das heißt, das kriege ich auf keinen Fall hin, dass ich den einen Vektor mit einer Zahl multipliziere, so dass der andere rauskommt. Das heißt, die Geraden haben nicht die gleiche Richtung und dann bleiben auch nur noch zwei Fälle, nämlich entweder diese beiden Geraden sind windschief oder sie schneiden sich. Wie kriegen wir jetzt raus, welcher von den beiden Fällen hier stattfindet? Naja, in dem einen Fall haben sie einen Punkt gemeinsam, in dem anderen Fall haben sie keinen Punkt gemeinsam. Das heißt, wir überlegen uns jetzt, gibt es einen Schnittpunkt von diesen beiden Geraden? Na, zurück zu unserem Schema, würde es heißen, haben sie einen gemeinsamen Punkt? Wenn ja, dann schneiden sie sich. Wenn nein, dann sind sie eben windschief. Ja. Wie kriegen wir das jetzt bei unserem Beispiel hin, um zu sehen, ob die sich schneiden? Naja, immer in Mathe oder fast immer in Mathe, wenn man wissen will, ob sich zwei Dinge schneiden, gibt es etwas, das nennt sich Gleichsetzen. Das machen wir auch hier, aber man muss jetzt aufpassen, man muss verschiedene Variablen für den Parameter verwenden. Ja, das heißt, wir wenden für g den Parameter r, auf der linken Seite und für den Parameter von h verwenden wir s. Der Grund ist ganz einfach, ich darf den Parameter nicht gleich nennen, weil ich ja nicht weiß, ob die bei dem gleichen Parameter Wert an dem Schnittpunkt ankommen. Es kann sein, dass die Gerade g bei einem ganz anderen Wert bei dem Schnittpunkt ankommt als die Gerade h. Ja, deshalb unbedingt die Variablen umbenennen und sich dann aber merken, welche eben zu welcher Geraden gehört. So, das liefert uns ein Gleichungssystem mit drei Gleichungen, eben wenn wir jetzt die verschiedenen Komponenten miteinander vergleichen. Und diese drei Gleichungen würden dann so aussehen. Minus 4 minus 2r ist gleich 3 plus 3s, das ist die erste Koordinate. Dann 2 plus 2r ist gleich 1 plus 3s, ist die zweite Koordinate. Und 2 plus r ist gleich minus 4 minus 4s. Das hier wäre jetzt ein lineares Gleichungssystem mit drei Gleichungen, aber nur zwei Variablen. Das heißt, wir können mal eine von diesen Gleichungen beiseite lassen. In dem Fall lassen wir jetzt mal die dritte beiseite und schauen uns nur noch diese zwei Gleichungen an,
und wollen die nach R und S auflösen. Achtung, die Werte, die wir jetzt für R und S rausbekommen, müssen natürlich auch in der dritten Gleichung passen, damit wir eine Lösung gefunden haben. Ja, das darf man nicht vergessen, aber jetzt lösen wir erstmal diese beiden Gleichungen. Generell darfst du dir dabei aussuchen, welche zwei Gleichungen du benutzt. Manchmal gibt es da geschickte Wahlen, mit denen man relativ schnell R oder S rausbekommt. Hier in dem Fall wäre es jetzt eigentlich egal, welche Gleichungen man hier verwendet, ist ähnlich kompliziert. Aber bei diesen beiden Gleichungen sehen wir eine einfache Möglichkeit, wie wir eine von den beiden Variablen rausbekommen. Nämlich einmal haben wir oben minus 2r dastehen und einmal unten plus 2r. Das bedeutet, wenn wir das Additionsverfahren verwenden und diese beiden Gleichungen jetzt addieren, dann kommen wir auf eine Gleichung, in der nur noch das s drin ist. Und die Gleichung wäre jetzt eben minus 2 ist gleich 4 plus 6s. Ja, weil links minus 4 plus 2 gibt minus 2, 3 plus 1 gibt 4 und 3s plus 3s gibt eben 6s. Die Gleichung können wir nach s auflösen, indem wir erstmal die 4 rüberschieben, dann steht da minus 6 gleich 6s und wenn wir durch 6 teilen, kriegen wir s ist gleich minus 1. Diese Informationen können wir jetzt in eine von den Gleichungen einsetzen und kriegen dann r raus. Setzen wir es zum Beispiel mal oben in die allererste Gleichung ein, dann steht da minus 4 minus 2r ist 3 plus 3 mal minus 1. Das heißt, minus 4 minus 2r ist 0. Schieben wir die minus 4 rüber, kriegen wir minus 2r ist 4. Und daraus kriegen wir dann r ist minus 2. So haben wir jetzt also r und s rausbekommen. Achtung, jetzt müsste man eigentlich noch überprüfen, passt das auch in der dritten Gleichung? Ich zeige dir aber eine Variante, wo du das sozusagen mitprüfst und auch noch gleich den Schnittpunkt rausbekommen würdest, wenn es ihn denn gibt, weil das wissen wir ja noch nicht. Also wir wissen jetzt erstmal Folgendes. Wenn wir für r den Wert minus 2 einsetzen, also bei g für den Parameter minus 2 einsetzen und für den Parameter bei t minus 1 einsetzen, dann stimmen schon mal die ersten beiden Koordinaten überein. Das war ja quasi das LGS, das da passt. Frage ist, passt dann auch noch die dritte Gleichung? Und wir wollen aber auch noch gleich den Schnittpunkt wissen und dafür setzen wir das einfach direkt in die beiden geraden Gleichungen ein. Das heißt, wir setzen einmal minus 2 bei g ein und minus 1 bei s. Und wenn wir das jetzt eben ausrechnen, dann landen wir links bei 0 minus 2 und 0 und rechts landen wir auch bei 0 minus 2 und 0. Das bedeutet, wir sehen, wenn wir diese Werte für die Parameter wählen, dann landen wir beim gleichen Vektor. Also landen die beiden Geraden auch beim gleichen Punkt. Das bedeutet, die schneiden sich. Wären jetzt hier verschiedene Vektoren rausgekommen, dann wären sie eben windschief gewesen, weil ich sehe, ich habe zwei Parameterwerte ermittelt, bei denen die erste und zweite Koordinate gleich sind, aber die dritte Koordinate passt dann nicht. Das bedeutet, wir landen eben nicht beim gleichen Punkt. Hier in diesem Fall kann man jetzt eben noch den Schnittpunkt angeben. Das ist nämlich genau das, was wir jetzt am Ende hier ausgerechnet haben. Der Schnittpunkt wäre also bei S 0 minus 2 und 0. Wenn du jetzt noch mehr Videos zum Thema Vektoren und Geraden im Raum suchst, dann habe ich dir hier meine Playlist genau zu diesem Thema verlinkt.